Hallo, ich bin Astrid von Kenhub und ich begrüße dich zu einem neuen Tutorial. Dieses Mal soll es um die Nerven und Gefäße des Ellenbogens und des Unterarms gehen. Wir sprechen also über die verschiedenen Arterien, Venen und Nerven, die am Ellenbogen und Unterarm verlaufen. Hier siehst du einen Überblick über die verschiedenen Strukturen, die wir gleich nach und nach besprechen werden. Rot sind die Arterien, blau die Venen und gelb die Nerven. Um das Geflecht aus Gefäßen und Nerven ein wenig in Ordnung zu bringen, teilen wir das Tutorial in drei Abschnitte ein. Zuerst werden wir ausschließlich die Arterien besprechen. Dabei entdecken wir folgende Gefäße: die Arteria interossea communis, die Arteria interossea anterior und posterior und zuletzt die Arteria recurrens radialis. Im nächsten Abschnitt wird es um die Venen gehen. Hier sehen wir die Vena cephalica, die Vena basilica und die Vena mediana cubiti. Der letzte Abschnitt umfasst eine Reihe von Nerven am Ellenbogen und Unterarm. Sie können noch einmal in eine ventrale und dorsale Unterarmgruppe unterteilt werden. Es wird überwiegend um die sensiblen Hautnerven dieser Bereiche gehen. Die motorischen Äste des Plexus brachialis werden in einem weiteren Tutorial über Nerven und Gefäße des Oberarms abgedeckt. Wir werden mit der ventralen Seite des Unterarms beginnen und schließen hierbei den Nervus cutaneus antebrachii lateralis und den Nervus cutaneus antebrachii medialis ein. In der dorsalen Region des Unterarms wird es zunächst um den Nervus cutaneus antebrachii posterior gehen. Dann sprechen wir über die dorsal verlaufenden Äste der Nervi cutanei antebrachii medialis und lateralis. Zuletzt besprechen wir den Ramus superficialis des Nervus radialis. Wir haben einiges vor uns, also legen wir gleich mit dem ersten Punkt unserer Liste los. Hier auf dem Bild siehst du die Arteria interossea communis, die gerade mal einen Zentimeter lang ist. Sie entspringt der Arteria ulnaris, hier, und zweigt sich auf Höhe der Tuberositas ulnae ab. Das ist diese raue Erhebung hier. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.